aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, Herr. Als die Boten des Johannes weggegangen waren, begann Jesus zu der Menge über Johannes zu reden. Er sagte: Was habt ihr denn sehen wollen, als ihr in die Wüste hinausgegangen seid? Ein Schilfrohr, das im Wind schwankt? Oder was habt ihr denn sehen wollen, als ihr hinausgegangen seid? Einen Mann in feiner Kleidung? Leute, die vornehm gekleidet sind und üppig leben, findet man in den Palästen des Königs. Oder was habt ihr sehen wollen, als ihr hinausgegangen seid? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, ihr habt sogar mehr gesehen als einen Propheten. Er ist der, von dem es in der Schrift heißt: Ich sende meinen Boten vor dir her, er soll den Weg für dich bahnen. Ich sage euch, unter allen Menschen gibt es keinen größeren als Johannes. Doch der kleinste Reich Gottes ist größer als er. Das ganze Volk, das Johannes hörte, selbst die Zöllner, sie alle haben den Willen Gottes anerkannt und sich von Johannes taufen lassen. Doch die Pharisäer und die Gesetzeslehrer haben den Willen Gottes missachtet und sich von Johannes nicht taufen lassen. Im heutigen Evangelium spricht Jesus zu den Menschen, die um ihn herumstehen. Scheinbar spricht er zu ihnen über Johannes den Täufer. Aber wenn wir genauer hinhören, erkennen wir, dass er über die Erwartungen spricht, die die Menschen gehabt haben. Wen haben sie sich in der Wüste erwartet? Und war Johannes so, wie sie sich es vorgestellt haben? Und was, wenn Johannes ganz anders war als ihre Erwartungen? Können sie ihm dann nicht glauben? Wir können die Fragen Jesus vielleicht in einer Frage zusammenfassen. Wie muss ein Glaubensbote, eine Glaubensbotin aussehen? Wie muss er oder sie sein, dass ich ihm oder ihr glauben kann? Egal wie meine Erwartungen sind, kann es passieren, dass ich dafür nicht offen bin. Wenn es dann ganz anders kommt, wenn meine Erwartungen nicht erfüllt werden. Vielleicht versperren meine Erwartungen mir manchmal auch den Weg zum Glauben, denn Gott ist oft ganz anders, als wir es uns zurechtgelegt haben. Jesus bestätigt, dass Johannes ein Prophet ist, der alle in den Schatten stellt, auch wenn er anders gekleidet ist, wenn er anders spricht, als sie es erwartet haben. Er ist der, der auf Jesus, den Messias, hinweist. Welche Erwartungen trage ich für den heutigen Tag in mir?
und wie weit bestimme sie mich. Ich bitte Gott darum, dass ich vertrauen und glauben kann, auch wenn sie meine Erwartungen nicht erfüllen.